Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, wir sind hier noch in diesem Gebäude. Der Tag müsste jetzt ziemlich anfangen. Und wie kam er hier wieder raus? Ach da. Hat eine ruhige Nacht. Bisschen oben alles auseinandergenommen. So. Ja, hier brauchen wir uns auch gar nicht mehr umschauen, denke ich, ne? Nö, aber das ist eine neue Tussi. Ah, gespawnte Tussi. Tussi ohne Kopf. Und da steht einer. Warte mal, ist da jemand im Fahrstuhl? Nee, irgendwo anders. Na gut. Hier kommen wir ja gar nicht runter. Scheiße. Natürlich durch den Fahrstuhl. Ach, durch den Fahrstuhl war das. Ach so. Okay, dann mal raus hier. Würde ich mal Richtung Drop mich bewegen, weil vielleicht haben wir ja Glück und in dem Drop finden wir das Buch. Genau, wir teilen uns auf. Hier ist eine sehr gute Axt, die nehme ich mit. Mach das. Wir teilen uns auf und versuchen. Also ich suche. Hey, wenn ich rede, hast du deinen Mund zu halten? Werde ich hier unterbrochen von so einem Zombie? So ein Arschloch. Ich treffe den auch nicht. So ein mieses Arsch. Ein untoter Arsch. Total. Alter, vier. Ach komm. Dann gehe ich halt weg. Jetzt habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte. Also, wir teilen uns jetzt erstmal auf. Ah, ja, genau, das war's. Und ich gehe mal in die Kirche, weil in der Kirche waren ja auch immer so ein paar Buchschränke. Ich glaube, ein oder zwei, ne? Ja, irgendwie sowas. Oder auch nicht. Ich habe ja noch diese Herausforderung, die ich angenommen hatte. Ich habe es zwar nicht in der Zeit geschafft, aber trotzdem läuft die noch weiter. Ich muss noch ein verfolgtes Mädchen, eine verweste Mutter und eine verstorbene Frau endgültig töten. Und dann gucken, was es bringt. Ich werde auf jeden Fall vorher nachgucken, wie es mit meinen Erfahrungspunkten aussieht, weil boah, wir wissen noch nicht, was diese ganzen Challenges uns bringen. Könnte man mal nachlesen, wenn man dran denkt. Also, ich denke, meine Vermutung war damals, dass wir vielleicht Erfahrungspunkte kriegen, weil Gegenstände kriegen wir ja nicht dafür. Irgendwas muss es ja einen Sinn haben. Euch. Weil wenn die uns nichts bringen, dann brauche ich die auch nicht machen. Vielleicht ist das auch ein Punkt, der einfach noch nicht fertiggestellt ist. Ja, ist noch vieles nicht fertiggestellt bei dem Spiel. Aber wir freuen uns ja auf das nächste Update. Ja. Update. Update. Und ich sehe schon wieder einen Hirsch. Ja, und ich bin hier im Regen. Ja, ich auch. Ach, Kacke. Der Hirsch läuft weg, der Dumme. Ja, da kann man nicht so weit sehen. Hotel. Stehen, Hirsch. Kurt Haus. Ist das ein Rathaus oder so? Kurt Haus. Kurt Haus? Kurt. Ja, irgendwie sowas. Wenn es mit OU geschrieben ist, zumindest. Ja. Wenn ich mich nicht total irre, ist das sozusagen ein Gericht. Kannst du dich an Bücherschränke... Oh, Schwein. Schneegebiet? Ich bin im Schneegebiet?
Okay. Kein Platz für Wildschwein. Ach, ich gehe einfach mal kurz rein und gucke, ob da was Büchermäßiges drin ist. Und wenn nicht, gehe ich da wieder raus. Ja, ich habe hier auch ein kleines Schneegebiet vor mir, glaube ich. Aber, nein, ich gehe zum verbrannten Gebiet, weil hier ist irgendwo... Ja, hier ist der Drop. Bitte, bitte, bitte. Hm. Irgendwelche... Zellen! Ah, fuck you, ich dachte, ich kann mich ja nicht in ihr vorbeischleichen. Auf jeden Fall nehme ich den Messbecher mit. Und die Antibiotika und die AK-Teile, glaube ich. Na doch. Aber hier war ja irgendwie noch so eine Stadt. Da wollte ich noch mal gucken. Sehe ich jetzt im Regen natürlich nicht so gut. Ich finde das echt lustig manchmal im Spiel. Die haben da echt die geilen Zellentüren, Türen, wo du 8000 wegkloppen musst. Aber der Rest ist links und rechts aus Holz. Oh, eine bessere Sonnenbrille. Kann ich mal eine andere war besser. Schlange. Ach, safe kann Bock. Schlange. Kloppen. Ah, gut. Hier sind wahrscheinlich so Waffenschränke. Auf jeden Fall sind hier Zellen und das wird, passt schon, dass es irgendwie... Polizei oder Gericht, irgendwas in der Art. Also ein kleines Städtchen ist hier auf jeden Fall schon mal. Mal gucken, ob ich hier was Spannendes finde. Boah, jetzt schon das nächste Wildschwein. Hier ist ja Wildschwein City. So, ich muss nur noch ein verfolgtes Mädchen töten. Dann bin ich schon ein paar von euch vorbeigelaufen. So, das sieht hier alles eher nach Pharma. Oh, da ist ein Buckladen. Gucken wir uns mal an, was die so bei Books haben. Ich finde Regen echt scheiße. Kann man nicht weit gucken, was da für Gebäude sind. Ey, so eine Kacke. Ah, hier ist ein Hund. Hier runter vielleicht eingesperrt. Oh, schön. Haha, blöder Hund. Oh. Ich habe auch einen Hund gehört. Mal oben gucken. Nicht, dass von oben eine blöde Überraschung wird.
Aber links hat schon wieder das Jagdmesserbuch. Hat der Regen aufgehört. Das ist voll fies, weil sobald man das Buch gefunden hat, dann taucht das alle Nase lang auf. Ja, das stimmt. Richtig verarsche, hier bin ich. Hier habe ich noch einen Bücherladen. Ja, ich bin hier gerade in so einer Wohnsiedlung. Also hier gibt es keine Geschäfte, alles nur Häuser und davon en masse. En masse Häuser. Alter, so ein beschissener Hund. So ein beschissener Köter. Stand da mitten einfach so drin und infiziert mich einmal ganz gemein. Ja, ich habe hier gerade Kampf gegen Vogel. Verliere ich ja immer. Ich habe gerade einen Silbernugget beim Zombie gefunden. Oh, nicht schlecht. Und ich habe den Vogel gekillt, diese Drecksau. Aber also vier Silbernuggets sind das sogar. Warum fängt es wieder an zu regnen, ey? Ich hab mich gerade so gefreut, kein Regen mehr. Ah, mal einen Schluck Kaffee. Oh, Militärgelände. Ein kleines Zeltplatz mit Minen. Gehe ich jetzt aber nicht rein. Lecker Blutbeutel. Yam, yam, yam. Ey, ist Hammer, wie groß diese Stadt ist. Also die ist echt gut. Gut groß. Aber leider zu wenig Crack-A-Books. Oder wie haben wir es vorletzte Folge genannt? Graf. Ah, dem Teil, der zerschossen ist, gibt es wieder hier viel Militärstützpunkte, Bunker. Nur beschissenes Gedöns Papier. Ich guck mir trotzdem hier die Stadt immer so ein bisschen an. Also dieses Dörfchen ja eher. Ohne Stripperin, bei der kann ich nicht widerstehen. Wo liegst du denn, Süße? Da, im Gras. Okay. Ah, die hat echt immer nur Geld oder irgendwelche natürlichen Antibiotika. Die ist ein bisschen schwer anzuregen. Oh, da ist noch eine Daycare, also ein Kindergarten.
Bitte bringt doch kleinen Kindern bei, wie man Motorräder zusammenbaut. Das fände ich ganz nice. Ich auch. Ich auch. Da sind Fabrikgebäude. Bitte Crackerbook. Bitte Crackerbook. Bitte, 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 Graf, bitte, Graf, bitte, Graf, bitte, bitte. Ich habe noch einen Compoundbogen gefunden. Shotgun. Na, ist doch nicht zum Lernen. Da hoppelt ein Kaninchen. Also sie bringen schon mal den Kindern bei, wie man einen Compoundbogen baut. Ich habe für dich eine Anleitung mal eingesteckt. Scheiße, ich habe gerade auf das Kaninchen zielen wollen. Da hoppelt nur eins. Ach, dann hoppel weiter. Ich habe eh keinen Platz für das Kaninchen. Ja, ich gehe da mal, mach da mal einen Abstecher in den Shotgun-Laden. Mach mal. Ah, Horde. Horde hinter mir her. Manno! Ich finde immer nur das Falsche. Ich hoffe, dass die Horde jetzt vorbei ist. Na, hier sind noch normale Wohnhäuser. Ne, da laufen immer welche lang. Eine Kirche. Die schaue ich mir nochmal an. Toll. Habe ich einen Laden gefunden, läuft wieder Horde hinterher. Naja. Reparaturladen. Popo-Pilz. Ja, gehe ich da rein. Steht da, was steht da, was steht da? Irgendwas mit Cars. Crackerbook, aber ein kleiner. Uhu. Ein kleiner. Egal, ein kleiner ist besser als keiner. Ja, die Tür ist da schon offen. Waren wir da schon mal drin? Das wirst du sehen, sobald du drin bist. Ja, leer, leer. Toll. Den einzigen Crackerbook, den es hier gibt, haben wir schon gelootet. Uff! Dumme Fotze! Oh, hab ich mich erschrocken. Alter! Eine Krankenschwester, die mir nicht hilft. Nur wehtut. Also wie in echt. Okay, war keine Krankenschwester, war aber bestimmt eine Stripperin, die sich als Krankenschwester verkleidet hat, weil die hatte Geld. Nee. Alles leer hier. So, also ich glaube, man kriegt Erfahrungspunkte. Ich habe nämlich gerade meine Challenge abgeschlossen. Cool. Oh, Pilzsporn! Tja. Irgendwie ist das hier alles etwas Banane. Nicht befriedigend. Schau mir die Gruppe da oben nochmal an. Ich habe das Gefühl, sie sind leiser geworden, diese scheiß Zombies, oder? Vielleicht bist du einfach nur lauter.
Oder du hast deinen Ton nicht so hoch, so laut gedreht. Oh, jetzt muss ich bei Popo Pilz rein, vielleicht. Ich brauche mehr was zum Heilen. Mein Bogenschießen ist Level 23. Wow. Oder 32? Keine Ahnung. Ich dachte, du bist tot, du dummer Kriecher. Du sagst es. Dieser Tag ist irgendwie sehr frustrierend und der davor auch. Ja. Finden nicht das, was wir finden wollen, das ist. Naja, eine gute Sache könnte ich schon sagen, und das ist die, ich kann endlich eine Werkbank bauen und somit kriegst du zur nächsten Nacht einen Bergarbeiterhelm. Hurra! Eine gute Sache. Also mit dem Taschenmotor, das ist echt scheiße. Ja, man merkt erst, wie abhängig man eigentlich von dem Scheißding ist, wenn man es nicht so richtig hinkriegt. Brauchen wir Spiritus für irgendwas? Ja, kann man auch später selber machen. Das kann ich liegen lassen. Ich glaube, ich mache mich auf den Heimweg. Ich laufe hier noch ein bisschen die Straße ab, aber...
Ja, ich nehme noch ein paar Pilz auseinander und dann. Ja. Vielleicht finde ich hier noch ein anderes Gebäude, aber ich glaube ja nicht. Ja, ich laufe ja auch gerade erstmal noch eine Straße lang. Vielleicht führt ihr mich ja irgendwo hin, was auch nochmal untersuchungswert ist. Okay, ich nehme gerade anscheinend einen wirklich großen Umweg, aber gut, dann ist das jetzt halt so. Hühnchen oder Kaninchen? Kaninchen ist weg. Wölfchen. Mit Wölfchen lege ich mich nicht an. Nein, nein, nein. Ich bin nämlich auch nicht hundertprozentig voll. Genau. Gesundheit. Na, mit dem Vieh will ich mich auch nicht anlegen. So, weitersuchen. Popopilz. Ey, ich habe jetzt schon mehrere Wildschweine gesehen. Die kommen extra raus, weil sie wissen, ich jag sie nicht. Das ist frech von denen. Ich habe einen Vorschlaghammer gefunden. 180er Wertigkeit. Boah, nett. Ja, finde ich auch. Ich glaube, wenn ich zu Hause bin, kümmere ich mich erst nochmal um meinen Garten. Ich glaube, der ist mal wieder nötig. Auf dass wir dann irgendwann schöne Eintöpfe machen können. Da kommt der da raus, hab ich gar nicht gesehen. Hallo? Toll, 7, und Millimeter. Ich hab nichts mehr, was ich wegschmeißen kann. Ich kann irgendwie alles gebrauchen. Ach komm, zerlege ich das jetzt. Geht's hier auch voll ab. Hä? Achso, wo redest du? Bei mir im Haus, ja. Da scheint ein Händler zu sein, zu dem laufe ich mal hin. Ich habe ja 4 Silbernuggets. Oh, das wäre sehr geil, wenn der nämlich das Rezept hätte. Alter, das wäre der Hammer. Und wenn vor allem die 4 Silbernuggets reichen würden. Ja, glaub ich eher weniger, aber... Ja. Ich gucke mal.
Man darf ja mal hoffen. Echt, ey. Brauchen wir noch einen Messbecher? Nee, ich habe einen gefunden. Gut. Aber ich habe so ein bisschen Verbandsmaterial und so ein bisschen gut gefunden. Aber das ist gut. Das kann man immer gebrauchen, also das ist nicht verkehrt. Ach nee, Lester brauche ich gar nicht reinzuschauen. Ich kann eh keine Feder mitnehmen. Hier ist sogar... Oh, hier sind Seen im grünen Gebiet. Interessant. Ja. Oh, sieht nach Klo aus. Da gehe ich nicht rein. Gut, ich wollte zwar erst 16 Uhr, aber ich hau jetzt auch hier ab. Mach dafür einen kleinen Schlenkerli. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal ein etwas größeres Gewässer im grünen Gebiet gefunden. Ah. Ich seh dich gar nicht auf der Karte, aber... War nicht so schlimm. Tschüss! Ja, ich habe einen langen, langen Heimweg vor mir. Macht's gut, Zombies! Ja, ich denke, wir sind auch gerade mit der Aufnahme bei so etwas über 30 Minuten. Ich glaube, den Heimweg können wir uns schenken, den müssen wir nicht aufnehmen. Genau, ich bin auch proppen voll. Ich musste sehr häufig überlegen. Gucken wir gerade erstmal, was der Trader Joe hier hat. Ich verkaufe auf jeden Fall schon mal meinen silbernen Nuggets. Ja gut, das warten wir mal ab. Mal gucken, wer hat da ja einen Bauplan. Das wäre ja echt erste Sahne. Bitte. Bitte. Du kannst so viel bitten, wie du willst. Hat er nicht? Nein. Oh, ey. Shit. Der hat aber Nachtsichtbrillen. Und er hat einen Bergbauhelm, den ich mir nicht leisten kann. Oh, ich habe eine Nitrathöhle gefunden. Aber ich kann dir ja einen Bergbauhelm bauen. Die eine gute Sache. Auf jeden Fall ist hier... Definitiv ein See und hier könnte man vielleicht eher sich hin orientieren. Markieren müssen wir mal gucken. Wenn da keine Erde im See ist, dann bauen wir uns da was hoch, ey. Erde machen ist ja kein Ding. Dann schaufeln wir uns da eine kleine Insel oder irgendwie so ein bisschen Land. So, jetzt mache ich mich auf dem Heimweg. Mal gucken, wann ich da bin. Ja, das geht mir auch so. Macht zwar noch einen kleinen Schlenker, aber... Na gut, eine Nitrathöhle habe ich gefunden. Die sind ja später sehr wichtig, um Munition zu machen. Oder generell... Antibiotika? Ja, Antibiotika finde ich nicht so wichtig. Munition ist wichtiger. Bis du Antibiotika brauchst. Ja, dann ist Antibiotika wichtiger. Aber sonst nein. Sonst Munition. Ja, Munition geht vor, wir brauchen ganz schön viel. Ich liebe Waffen. Yeah. Wie ein Amerikaner. Ja, in dem Spiel bin ich wie ein Amerikaner, das stimmt. Da habe ich auch mehrere Waffen zu Hause. Gut, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein... Oder ein paar Kommentare da lassen. Likes können wir auch immer gut gebrauchen. Und Abos wäre natürlich am besten. Ansonsten wünsche ich euch und ich denke Mathilde auch. Natürlich. Noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zombie.